Wir gehen weiter übrigens, ne? Ist die pinkeln oder was? Da. Die war bestimmt mal austreten. Kann ja mal, ist, ne? Muss ja mal. Und du? Hallo? Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Verstehe, deshalb stehst du hier so dumm rum, hä? Gut, die Lieferung wird nicht mehr übergeben. Ich guck mal, welche wichtige Lieferung hatte der? Ein Bier? Brief des Kuriers? Aha, Dietriche? Bisschen Fleisch, gell? Wow. Eine Halskette, warum nicht? Doch. Doch, doch. War ganz nett. Ohne mit der Wimper zu zucken, hat die Charlie einfach den Wehrlosen da. Da könnt ihr euch jetzt wieder das Maul rüber zerreißen. Es ist ein Spiel, Kinders. Ich kriege hier doch auch ewig aufs Maul. Lasst mich doch auch mal Unschuldige verkloppen. Außerdem war der sehr hochnäsig. So. Geht's hier noch lange geradeaus? Sind wir immer noch richtig? Nee, irgendwie laufen wir dran vorbei. Wir müssen wieder ein bisschen mehr hier lang. Glaube ich. Ist das besser? Ja. Da unten. Distelzweig. Ich dachte, das wäre eine Bergblume. Ich wollte gerade sagen, wir sammeln ewig Bergblumen. Hier ist sie doch. Wir haben eine neue Stufe, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich speichern. Wir nehmen mal wieder Gesundheit. Und, Chemie. Redekunst. Schlussknacken. Schleichen. Zwei von fünf, ja, schade. Ich wollte eigentlich hier. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwo wieder Fallschaden oder sowas. Oh, guck mal, das ist ja ein richtiges Dörfchen. Waren wir hier noch nicht? Hallo? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Oh, Entschuldigung. Besser? Totmannstrunk. Geile Kneipe. Kommt doch herein. Sagt bitte, ja, hallo. Wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Okay. Hier sieht's genauso aus wie in der anderen Kneipe. Ihr werdet muss ich die mal Männer zugeben. Hier in Windeseile um euren Finger wickeln. Ja. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Ja. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahr sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Mhm. Super. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Ja, ich hätte hier, was hätte ich denn? Nee, da brauche ich alles selber. Das brauche ich alles selber. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt... Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben.
Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Aber ich kann Valga nicht einfach so im Stich lassen. Wollt ihr denn vielleicht mit auf mein Zimmer kommen? Wir sollten irgendwann einmal diese Thekla anheuern. Wenn sie bloß nicht so viel Zeit damit verbringen würde, den Geier zu dienen. Ich wünschte, ich könnte euch beide bezahlen, Nari. Wirklich. So, tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, wollte ich sagen. Eigentlich wollte ich sagen tschüss dann und tschüssi. In einem Wort. Tschüssi. Oh ne, aufschließen wollten wir nicht. So, das ist schon alles hier. Eine Kneipe. Wer läuft hier sonst noch so rum? Nur Wachen. Hier sieht's wirklich gleich aus. Hallo. Bürger? Was? Ja, Falkenring hätten wir dann auch entdeckt, ne? Wollen wir dann einfach noch ein bisschen hier weiter runterlatschen? Kann man ja mal machen. Hallo. War das jetzt die richtige Richtung? Naja, wird schon. Wird schon! So, tschüss. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Ein Hund? Was für ein Hund? Ich weiß es auch nicht genau. Nun, der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Also. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Entschuldige mal, ich habe nichts gemacht. Nichts. Gar nichts. Wenn ich einen Hund sehe, sage ich Bescheid. Und dann rede ich mit einem Lot. So, wir hätten uns ein Pferd stehlen sollen, dann geht's schneller. Hundi, Hund. Joggst du eigentlich auch so gern wie ich? Das macht richtig Spaß. So im Wald mit dem Regen und den Wölfen. Herrlich. Ist das hier? Ruine, aha. Hallo, Sie. Dankeschön. Wieso ist das jetzt so hell geworden? Wow. Hi. Ich wollte eigentlich vorher noch mal speichern. Also es klappt zu zweit mit ihr ganz gut. Muss ich mal sagen, gefällt mir. Gefällt mir. Ich sah uns schon wieder sterben. Oder kommt das, weil wir uns jetzt echt gelevelt haben? Kommen wir da auch rein hier? War da nicht gerade ein Eingang? Da. Hä? Gold, Rubin und ein Trank. Du trägst zu viel. Mhm. Mhm. Kann
Kannst du auch mal was tragen, vielleicht? Möchtest du mir was abnehmen? Eventuell? Guck mal, springen geht noch. So, was können wir denn mal hier lassen? Haben wir irgendwas hier schon wieder an... Ach, es hat alles kein Gewicht. So. Nee, wollte ich gar nicht. Moment. Den lassen wir mal hier. Den Eisendolch. Und dann geht das ja eigentlich alles schon wieder. So. So, haben wir das auch durchsucht. Schön, schön. Abgeschlossen. Schön. Wir müssen aber in die Richtung dann weiter. Oder? Ah ja. Oder die so. Ach ja. Hallo. Ich dachte schon, die wäre schon wieder weg. Oh, ist das ein Hund? Wuff, wuff. Bist du ein Hund? Nein, du bist ein Bär. Entschuldigung, hab dich verwechselt. Alles gut. Jag du einfach dein... Hallo? Willst du mich verarschen? Der wollte mich doch jetzt echt verarschen. Gibt's doch nicht. Aber es wird wirklich besser mit dem Kämpfen. Oder es kommt wirklich, weil wir zu zweit sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja wirklich was dazugelernt. Ne, glaube ich nicht. So. Geh mal hier, ist das ein Weg, ja, ne? Gehen wir mal einfach den Weg hier weiter. Da sind schon wieder ein paar Häuser oder ist das wieder das Dorf? Habe ich so einen Rundwanderweg? Nee, ich glaube nicht, ne? Oben wird ja so eine Mühle angezeigt. Genau. Hallo. Ist hier irgendwer? Das war nicht so schlau. Komm ich nicht mehr weg. Ah. War doch ganz einfach. So, wir bringen ein Gastgeschenk mit. Hühnchen. Wie die umfallen. Charlie tötet einfach Hühner. Ja. Tut sie. Kann ich hier irgendwas schleifen? Oh, den könnte ich noch verfeinern. Krass. Den müssen wir mal einmal ausprobieren. Hühnchen. Ihr versteht das falsch. Das sind Todeshühner, ne? Also die sind ganz, ganz, ganz schwierig. Die übertragen Krankheiten und so. Deshalb
wollte ich die Leute, die hier wohnen, schützen. Geht hier kein anderer Eingang? Ich möchte nicht schon wieder irgendwo einbrechen. Da ist auch Licht an. Man kann doch mal klopfen. Naja. Hallo? Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich haben? Lasst mich in Ruhe. Entschuldigung? Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet oder ich rufe die Wachen. Mein Gott. Ihr hättet besser auf mich gehört. Wachen, Hilfe! Ein Eindringling! Ich warne euch. Zurück. Du hast ja wohl den Schuss nicht gehört. Blöde Kruller. Wer so frech ist, ne? Siehst du jetzt selber so ein bisschen. Oh, Haltmühle. Ja, nun. Also die sollte sich wirklich, wirklich mal in Acht nehmen vor Leuten, die ihr nichts Gutes wollen. Finde ich. Besen brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Bügeleisen. Nee, brauchen wir nicht. Ja, gut, dann bin ich wieder weg, ne? Dankeschön für deine Gastfreundschaft. Und ja, gehab dich wohl. Denk an meine Worte. Nächste Mal, ja. Nächste Mal pass besser auf. Und sei nicht so frech. Hat sie jetzt davon? Was? Also ganz ehrlich. So, ich habe den Schlüssel zu der Mühle. Nicht wieder da rein, wollte ich sagen. Ich bin voll brutal geworden, merkt er das? Was ist das? Trollschädel. Heiliger. Das ist aber alles schon ein bisschen sehr verschmutzt, ne? Das lassen wir mal hier. So, was können wir jetzt mit dem Schlüssel hier machen? Was? Ernsthaft? Cool. Okay, wie können wir jetzt hier sägen? Hilfst du mir? Ach so, da drüben. Moment. Geh mal weg. Geh doch mal. Meine Herren, ey. So, Hebel. Cool. Wir können Holz machen. Hast du auch so einen Spaß wie ich? Ich glaube nicht. Ich glaube, die findet das voll langweilig. Guck mal, wie schön. Und dann macht's plöpp und dann fallen sie da runter.
cool. Ah ja. Na gut, das leuchtet mir jetzt noch nicht so ein, dieses Prinzip. Also vom Prinzip schon, aber wie das da, naja. Ja, haben wir ein bisschen Holz gemacht. Nee, ist okay, es ist okay. Wir brauchen keinen mehr. Wir brauchen keinen mehr, abbrechen. Nee, dann mach noch einen. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. So.